Ach ja, vielleicht auch mal kurz vorgegriffen, der Vorsitzende und quasi der Erzfeind von unserem Spieler, der Oberbösewicht, das ist der Vorsitzende vom WEC, das ist der Senator Dragon. Den sieht man aber auch noch. Ein bisschen erkältet. Ja, Thrasher-Kanone, Level 4. Ja. Kann ich jetzt so nicht mehr killen. Ach, was soll's. So. Ist hier noch irgendwas? Dem sieht nicht so aus. Ach, verdammt. Doch, da war noch was. Das, was ich brauche. Hä? So. Genau. So, und dann kommen wir zur letzten Ebene. Danach ist erstmal Schicht im Schacht für heute. Aber ich werde das Spiel, denke ich mal, auf jeden Fall weiterführen. Jetzt neben Undying. Wenn Dom ja auch nicht so oft da ist. Ich weiß bloß nicht, ob ich es wirklich bis zum Ende durchführen werde. Also, kommt drauf an, wie die Akzeptanz der Leute ist und wie viel wir wirklich zu tun haben. Aber vorerst spiele ich es auf jeden Fall weiter. Egal, ob es euch quält oder nicht. Mir quält's. Sieht's einfach als, er spielt und nimmt's halt auf, was soll's. Mann. Ja. Er geht in die Weg. So, ich will diesen Schützturm tunlichst ausweichen. Denkst du? So. Nee. Lame. Habe ich die rote Keycard? Ja. So, ich speichere den jetzt mir beim Kuppler, beim Jamalen. Unser Missionsziel. Erste Mission ist ja auch einfach. Ich habe hier nichts zu suchen. Schnauze. So, das Scheißteil muss jetzt in die Luft jagen. Beziehungsweise ich muss die Bombe legen. Weil sonst jage ich mich selbst in die Luft, was ziemlich ungesund wäre. Sehr schön. Oder doch. Okay. Tudelü. Genau. Mission erfolgreich. Exzellent, Blechmann. Ich zaubere Ihnen einen Fahrschein nach draußen, also schmeißen Sie den Motor an, denn der Teleporter wartet schon. Auf der vierten Ebene. Hören Sie zu, ich musste wegen dem Teleporter die Transportmatrix von 3 Sektoren umbauen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie lange ich ihn offen halten kann. Also machen Sie möglichst schnell. Zauberer aus. Tja, das war unser Datenschmuggler. Der zaubert mir mal einen netten Ausgang nach draußen. So. Ah, der ist verdammt gemein. Hier am Kopf von diesem Poster. So, was ist denn das? Ah, ich liebe Schalter, die muss ich einfach drücken. Genau, sind große rote Knöpfe.
Na komm. Stimmt. Du auch. Konsortium-Wachen da. Also das sind wirklich die einfachsten Gegner. Man sollte diesen Level auch eher als Dings ansehen, als Tutorial, als... Doch, als Tutorial. Autsch. Ja, die gehen durch mein Schild durch. Das ist ziemlich assig. Au! Das weiß ich natürlich nicht. Konnte ich hier nicht irgendwie bescheißen? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt müssen wir schauen, ob ich hier eine Spinnenmine loswerde. Oder besser noch. So. Schicht im Schacht. Gleich haben wir es geschafft. Die erinnern mich irgendwie mal an diese namenlosen, zwecklosen Handlanger von, keine Ahnung, Austin Powers oder No One Lives Forever. Irgendwie armen Hunde. 742. Ah. Ja, super. So, das war's. Erste Mission geschafft. Das war noch eine der kürzesten. Ich bin Colonel Ely. Und das hier ist meine Basis. Hören Sie, Captain, ich will ehrlich zu Ihnen sein. Ich bin gegen Ihre Versetzung zu uns, genau wie meine Truppe. Auf die ich sehr stolz bin. Es sind nämlich alles hochqualifizierte Leute. Und ich will auf gar keinen Fall, dass dieses hochqualifizierte Team von irgendjemandem in Gefahr gebracht wird. Ihr Quartier ist ganz unten am Flur. Es sieht sicher anders aus als die Quartiere, die Sie gewohnt sind, aber wir Widerstandskämpfer müssen nun mal nehmen, was wir kriegen können. Ich hoffe, Sie gewöhnen sich schnell ein. Wir haben Philadelphia an das WEC verloren und es scheint klar zu sein, dass der nächste Vorstoß auf unserem Sektor sein wird. So, und bevor ich jetzt Schluss mache, hören wir uns nochmal kurz die News an. Die tolle Propaganda, die uns Rebellen so böse dastehen lässt. Vor einigen Minuten haben Terroristen des Widerstandes das Zuweisungszentrum im Sektor 17 bombardiert. Das bedeutet, Tausende von Unschuldigen müssen jetzt ohne Essensration und Unterkunft auskommen. Die Feuerwehr ist zurzeit am Tatort und versucht, das Feuer einzudämmen, bevor es auf die benachbarten Firmenschlafräume übergreift. Es liegen bisher noch keine genauen Angaben über die Zahl der Toten und Verletzten vor, aber die Rettungsmannschaften rechnen damit, dass es mehrere hundert sind, die noch unter den Trümmern des zerstörten Zentrums begraben sind. Oh, wir sind ja so böse. Okay, Leute. Das war Crusader, erste Mission. Hoffe, es hat einigen gefallen. Wenn nicht, an alle alten Hasen da draußen, ja. Ich hoffe, es quält euch. Also, macht's gut. Ade.